Hallo zusammen, ich möchte euch die Wochenenergien für nächste Woche aufnehmen. Wir schauen mal, was die Karten zu nächster Woche sagen. Denkt daran, es ist eine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, dann ist es nicht deine Botschaft. Dann bitte ignorieren. Informationen zu mir und persönlichen Legungen sind wie immer unter dem Video verlinkt. Gut, wir starten für nächste Woche. Wir nehmen mal eine Hauptüberschrift mit meinem Kartendeck. Ein Prototyp. Mal schauen, ob das mit diesen Karten funktioniert. Gut, eine Hauptüberschrift für nächste Woche. Es funktioniert. Wir haben eine Karte bekommen. Umhüllen und Schutz. Das soll so das Thema für nächste Woche sein. Die Malve, das ist eben diese wunderschöne Pflanze, die umhüllend ist und schützt. Und ich denke, das ist ein schönes Motto für nächste Woche. Aber wir schauen mal, was die anderen Orakelkarten ergänzend dazu sagen. Wir nehmen noch eine Merlin-Karte und wir haben Allee Violett. Neue Wege, Richtungswechsel. Ein Weg geht zu Ende, ein neuer Weg liegt vor dir. Jetzt ist die Zeit, dich zu lösen, zu reinigen und auf neue Frequenzen und Energien einzustimmen. Ja, das ist so diese Allee, dieser neue Weg. Ja, es ist so diese Zeitqualität, dass Dinge abgeschlossen werden, dass neue Abschnitte kommen. Und ich denke, die Farbe Violett, auch etwas Umhüllendes und Schützendes, und das ist sehr schön. Gut, wir machen weiter mit anderen Orakelkarten. Meine Katze kitzelt mich ein bisschen. Gut, wir haben hier die Beobachterposition. Es ist wirklich an der Zeit, alles ein bisschen von oben zu beobachten, sich aus den Dramen rauszunehmen und schlau wie der Fuchs, einfach zuzuschauen, was passiert. Und noch einmal diese, ich sage noch einmal, weil der Fuchs sitzt auf diesem Ei, ich habe nur nichts dazu gesagt. Jetzt haben wir den Frieden und auch hier dieses Ei. Das kann schon für diesen Schutz stehen und für dieses Umhüllen. Wir sind beschützt, wir sind umhüllt, wir haben Frieden, inneren Frieden. Und wir können aus diesem Frieden heraus beobachten. So. Noch eine, die Soulmates, die Seelenbegegnungen, die Seelenverwandten, Menschen, die in dein Leben kommen, vielleicht aber auch Situationen, die einen Schlüssel zu deinem Herz haben, dich berühren, bei denen du dich wohlfühlst und auch dieser, ja, dieser Schutz, diese Umhüllung ist. Gut, wir haben noch die Building Blocks, also es wird im Moment viel gearbeitet, aufgearbeitet bzw. aufgebaut, das wollte ich sagen. Gut, jetzt nehmen wir Tarotkarten. Und schauen, was die Ergänzung dazu ist. Gut, bin ein bisschen abgelenkt. Tarot für nächste Woche. Ja, die Umbrüche, Turmomente, aber das ist nicht negativ. Ich glaube, viel Altes bricht im Moment zusammen, um Neues Platz zu machen. Das hat aber nichts Schlechtes zu bedeuten, weil schau, hier kommen die Geschenke vom Universum. Und ich glaube tatsächlich, dass einiges noch im Umbruch ist. Es können Glaubenssätze sein, es können Denkmuster sein, es können Beziehungen sein. Aber alles macht dem Platz, was jetzt kommen möchte, dem Neuen. Wir haben hier der Page der Schwerter. Hier ist es eine Prinzessin der Schwerter. Die Vergangenheit kommt immer wieder hoch. Also irgendwie ist das die Energie im Moment, dass immer wieder so Themen aus der Vergangenheit kommen, aber wenn da etwas hochkommt, geh einfach in die Beobachterposition. Beobachte das mal und schau, die Gerechtigkeit liegt dabei. Das heißt, die Gerechtigkeit kommt. Die Balance, die Waagschale, auch das Auswiegen von Ratio und Herz, das ist im Moment auch ein Thema. Und hier haben wir das Ass der Schwerter bei der Prinzessin, die Erkenntnisse, die Klarheit, Justitia hat das in der Hand. Ich denke, da werden noch einige Situationen nächste Woche einfach gerecht geregelt. Auch wenn es Themen sind im Zwischenmenschlichen. Aber auch das kann natürlich bedeuten, Beziehungen wie auch Freundschaften, Job, alles was auf Augenhöhe ist, respektvoll dir gegenüber ist. Und wir haben ja hier diese Soulmates, da wo man sich wohlfühlt, wo man sich umhüllt und geschützt fühlt, das ist oder möchte in dein Leben kommen. Und alles das, was dich erschöpft, soll jetzt wirklich rausgehen. Und nochmal der Magier. Wir haben so oft den Magier in letzter Zeit. Du hast wirklich alles auf dem Tisch, um zaubern zu können, um Dinge auf den Boden zu holen.
Und ich denke, es wird einfach insgesamt ruhiger, friedlicher, du wirst immer selbstbewusster und jetzt kommen Begegnungen, neue Wege, Richtungswechsel in dein Leben. Vielleicht hast du darauf gewartet, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, jetzt können viele Dinge mit dem Turm auch tatsächlich plötzlich passieren. Du bist ungeduldig. Ich glaube, du wartest auf diese Turmmomente. Aber das musste nicht sein. Die Ungeduld wird einer Stabilität und Sicherheit weichen. Es kann natürlich auch der Hinweis sein, du brauchst nicht ungeduldig sein. Im Moment baut sich noch viel Stabilität und Sicherheit auf. Also wenn diese Ungeduld hochkommt oder du das Gefühl hast, du stehst dir selber im Weg und es geht deswegen nicht vorwärts, lass das ein bisschen los, weil ich glaube, wir sind immer noch in dieser Stabilisierungsphase, um viel zu verinnerlichen und auf den Boden zu bringen. Und es geht dann bald vorwärts und dafür sollen wir gewappnet sein. Jetzt schauen wir auf die Orakelkarten. Wir schauen mal auf dieses Beobachten. Ja, das ist, dass wenn diese Konflikte kommen, wenn die Ungeduld kommt, wenn vielleicht Konkurrenzkampf kommt, beobachte das einfach. Nimm dich raus aus jedem Drama und beobachte das. Und du wirst erkennen, dass in allem ein Geschenk liegt und dass die Geschenke kommen. Wir haben zweimal das Ass der Münzen, was für Geschenke steht, aber auch für Stabilität und Sicherheit, auch materiell. Aber im Zusammenhang mit dieser Beobachtung denke ich, dass es wirklich, du wirst erkennen, dass so viel ein Geschenk ist und dass du das annehmen darfst. Gut, wir schauen mal auf den Frieden. Ja, es ist ungewöhnlich für dich, dass du Frieden hast. Und ich glaube auch daran, musst du dich erst gewöhnen. Du bist nun mal die Königin der Stäbe. Es geht nach vorne, du bringst Dinge nach vorne, du bist im Tun und jetzt im Moment gelingt das nicht. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist in der Umwandlung. Ich glaube, du wirst in eine sehr viel ruhigere Energie gehen und verstehen, dass du diesen Stab, diese Schaffenskraft, diese Kreativität im Moment ein bisschen dafür brauchst, Dinge abzuwehren, um deinen inneren Frieden zu behalten. Aber auch das wird sich wieder ändern. Du wirst dann auch wieder nach vorne gehen können in einer emotionaleren Energie. Nur ich glaube, nächste Woche ist tatsächlich ein bisschen angesagt, sich zu schützen, sich zu umhüllen, vielleicht ein paar Angriffe abzuwehren tatsächlich, sich emotional ein bisschen zurückzunehmen, damit dein innerer Frieden nicht gestört wird. Ja, aber das wirst du schaffen, weil du bist die Königin der Münzen. Wir haben hier diese Beobachterposition, wo dir das Ass der Münzen geschenkt wird. Und mit dieser Beobachterposition hast du die Stabilität und die Sicherheit, wirklich dir deinen inneren Frieden zu bewahren. Und das ist sehr gut. Das ist eine sehr schöne Ausgangssituation. Deswegen kommen dann wahrscheinlich auch diese Seelenbegegnungen, Begegnungen, die dein Herz berühren. Und da darfst du dich dann natürlich öffnen. Du wirst dich auch öffnen, aber in einer neuen Energie, ein bisschen zurückhaltender. Nur denke ich, also du wirst nicht etwas nicht annehmen können, aber du wirst einfach skeptisch sein am Anfang. Wir haben hier einen König der Kelche, vielleicht ist das jemand, wo auf dich zukommt, vielleicht ist das auch einfach. Wir haben einen Page und einen König der Kelche, wenn es der Richtige, die Richtige ist, wenn es der richtige Job ist, wenn es ja die richtige Freundin, der richtige Freund, Partner ist, wirst du das erkennen, weil es schicksalshaft ist mit dem Rat des Schicksals und dann wirst du deinen Kelch bringen. Nicht überschwänglich, euphorisch sofort, aber du wirst offen sein dafür. Hier haben wir eben diesen Richtungswechsel. So, der Gehängte. Das Problem bei dem Gehängten ist, ja, der hängt. Aber er wird sich frei machen. Und auch hier siehst du diese Münze. Auch diese Stabilität, diese Münze wird dir wieder helfen, dich frei zu machen und einen Blickwinkelwechsel zu machen. Wir haben hier da. Der hat sich komisch umgedreht, noch ein König der Stäbe, wir hatten die Königin der Stäbe. Vielleicht auch hier der Hinweis, wenn jemand kommt und dich stören möchte, wie auch immer, du wirst dich nicht stören lassen und das ist gut. Ja, jetzt machen wir weiter mit den neuen Wegen, neue Wege, Richtungswechsel. Ein Weg geht zu Ende, ein neuer Weg liegt vor dir. Jetzt ist die Zeit, dich zu lösen, zu reinigen und auf neue Frequenzen und Energien einzustimmen. So, zwei sind schon rausgefallen, jetzt drei. Auch hier Karma, das Schicksal, das Rad des Schicksals.
diese neue Wege kommen, dieser Richtungswechsel kommt, das kommt sowieso. Du hast hart dafür gearbeitet, du hast an deiner Verbindlichkeit gearbeitet, du hast daran gearbeitet, Sonnen- und Schattenseiten zu vereinen. Und du bist jetzt eben in dieser männlichen Energie mit dem Hohen Priester, um nach vorne zu gehen und diese neue Wege zu beschreiten. Und das ist sehr gut. Nicht in Ungeduld, nicht aus Angst heraus, sondern aus Selbstermächtigung, Stabilität, Unabhängigkeit heraus. Und das ist sehr schön. Das ist eine ruhige Energie, das ist keine hektische Energie. Und ich denke, nächste Woche wird ruhig. Auch wenn da Anfeindungen vielleicht kommen von außen, wenn da innere Konflikte sind, Konkurrenzkampf, du lässt dich nichts mehr reinziehen. Du nimmst die Beobachterposition ein, du schaust von oben, wo vielleicht Dinge zusammenbrechen, du schaust von oben, wo Justitia die Gerechtigkeit walten lässt und ja, wo von oben auch das Karma kommt, was Karma auch immer für dich bedeutet, aber ich denke einfach, dass da die Gerechtigkeit kommt und einfach auf die Taten, die passiert sind, egal von dir oder von anderen, jetzt ja, die Belohnung kommt. Wir schauen auf die Malve, Umhüllung und Schutz. Was dazu kommt, ja, das ist schön, das passt. Ich bin zufrieden, dass die Karten funktionieren. Die Ängste, die Todeskarte, Shadowside-Karte, nein, der Teufel, Entschuldigung, der Teufel, alles das kann dir nichts mehr anhaben. Wenn da Ängste kommen, wenn da nochmal Anhaftungen, Verkettungen, böse Gedanken kommen, es wird dir nichts anhaben, weil du wirst erkennen, dass du umhüllt bist und geschützt bist. Und wenn da doch nochmal ein Moment kommt, wo du dich verunsichert fühlst, sag dir das immer wieder. Du bist umhüllt und geschützt, weil du bist die hohe Priesterin, du bist sehr intuitiv, auch hier Sonnen- und Schattenseiten vereint, hier der Mond, Shadow Sides, hier das Helle, das Licht und wir hatten die hohe Priesterin in Kombination mit dem hohen Priester, männlich und weiblich vereint und alles das gibt dir den Mut und die Zuversicht, nach vorne zu springen, in einer gewissen schönen Naivität, ohne Bedenken. Gut, nächste Woche ist eine schöne Woche. Ich denke, da geht viel Unruhe raus und kommt viel Frieden und vielleicht neue Wege. So, wir nehmen eine andere Botschaft und wir haben Engel der Harmonie und das ist auch sehr schön und ich glaube, das spiegelt das wieder, was hier als Kartenbild liegt. Oft hilft es, innezuhalten, um die innere Harmonie zu spüren. Ich sage jetzt auch, um den inneren Frieden zu spüren. Dann kann sich eine neue Welt öffnen, die neuen Wege, und du spürst, in welch einem harmonischen Einklang dein Herz ist, deine Seele und alles um dich herum. Besinne dich auf deine innere Stimme und fühle, wie du immer ausgeglichener wirst. Dein Engel unterstützt dich dabei, dir selbst und deinem Umfeld durch Empathie näher zu kommen. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung von alledem. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Wir nehmen noch eine Selbstliebe-Orakelkarte dazu. Und wir haben, die schauen wir nachher an, meine Lebenskraft, ich öffne mich für die unbändigen Energien meines wahren Selbst. Und das ist sehr schön. Da kommt viel Bewegung, viel Neues, viel Licht, viel Kraft und Stärke nächste Woche auf dich zu. Und das ist gut. Wir nehmen das noch dazu, mein wildes Herz. Hier steht, ich stehe zu meiner wilden und unangepassten Seite, überlasse ihr ab und an die Führung. Und ich glaube, das ist hier diese Königin der Stäbe, die ihre Daseinsberechtigung hat natürlich. Sie ist wild und unabhängig und ja, hat aber auch diese Lebensfreude. Nur manchmal ein bisschen aufpassen. Wir brauchen auch die Erdung dazu. Und ja, du wirst erkennen, in welcher Situation du ruhig sein sollst, ruhig bleiben sollst und wo du ja, freudig und leidenschaftlich sein kannst. Gut, jetzt muss ich überlegen, wir nehmen noch ein Krafttier für nächste Woche. Und wir haben Kojote, vertraue göttlichen Umwegen. Und ich glaube, diese Umwege waren in der Vergangenheit häufig und oft. Aber nichtsdestotrotz, das ist das, was ich vorher gemeint habe, diese göttlichen Umwege führen uns natürlich dazu, dass wir hier als Magier alles auf dem Tisch haben, um zu zaubern, weil wir sehr viel dadurch lernen. Und es führt uns dazu, diese absolute Stabilität und Sicherheit zu haben. Ich glaube tatsächlich, das ist unsere Aufgabe, 10 der Münzen zu erarbeiten und
nachdem wir jetzt das alles erarbeitet haben, kommen eben die Belohnung, die Geschenke von oben mit dem Ast der Münzen. Auch hier die neuen Wege, das Tor, wo aufgeht. Hier heißt es Violette Allee, aber im Prinzip ist es auch diese Allee, dieser Weg, wo ins Neue führt, wo viel harmonischer und einfacher ist. So, jetzt muss ich noch Lennemore zum Abschluss. Ich muss gar nichts, aber ich möchte noch Lennemore zum Abschluss legen. Und dann schauen wir, was die Woche bereithält. Gut, wir haben ja die Masken. Auch das hat mit dem Turmmoment zu tun. Da fallen einfach die Masken. Da werden Dinge weggesprengt, wo nicht mehr in dein Leben kommen sollen, wollen, bleiben sollen. Das ist manchmal nicht angenehm, aber notwendig. Und auch hier diese Masken, die Sonne und der Mond. Auch hier das Helle und das Dunkle. Es gehört dazu, um ganz zu werden und das zu erkennen. Vielleicht sind es tatsächlich auch deine Masken. Das kann sein, dass du immer mehr du selbst wirst, authentischer wirst. Und dann gehst du in einer ganz anderen Energie nach draußen. Und das ist gut. Du gehst raus und entscheidest dich wirklich bewusst und achtsam, in welche Richtung du gehen möchtest. Wir haben hier nochmal den Mond. Ich möchte nicht nochmal hier diese Schattenseiten erwähnen, aber ich denke, der Mond hat hier mit dem Unterbewusstsein zu tun. Und ich glaube, da verschwinden noch sehr viele Zweifel, wo vielleicht tief in dir verankert sind. Vielleicht ist es eben auch in dem Zusammenhang mit deinem Unterbewusstsein, dass da Verhaltensmuster, Denkmuster, Glaubenssätze sind, die jetzt wirklich nochmal gehen können, dürfen. Dass dieser Erschöpfungszustand, die Sorgen sich nochmal ausbalancieren und du wirklich als treuer Freund mit dir, aber auch mit anderen nach vorne gehen kannst. Ja, und die nächste Woche steht unter einem guten Stern. Ja, ich glaube, es wird nicht super aufregend, es wird eine ruhige Woche für alle die, die in der Liebe schauen. Wir haben die Soulmates mit dem Schlüssel zum Herzen. Wir haben zwei der Kelche, diese Beziehung, wo eine sehr starke Kraft erwächst mit diesem Löwenkopf. Und wir haben jetzt hier bei Lennemore, weil ich bin eine Frau, wahrscheinlich ist das ein Mensch gegenüber, wo kommt in der richtigen Energie, der dir wirklich respektvoll begegnet und wo etwas Schönes wachsen kann, wo sehr kraftvoll ist und wo etwas entstehen kann. Wenn es nicht in der Liebe ist, kommt vielleicht ein Angebot auf dich zu, was dir entspricht und das du gerne annimmst, weil es dein Herz berührt. Ja, sei schlau wie der Fuchs, das haben wir auch immer wieder. In dem Zusammenhang sei der Fuchs, beobachte alles von oben auf deinem umhüllenden und schützenden Ei und dann kommt Reichtum und Fülle in dein Leben. Gut, wir lassen das mal so stehen. Ich würde sagen, es ist im Gegensatz zu anderen Wochen tatsächlich eine ruhigere Woche angesagt und deswegen glaube ich, ja, wir kommen da alle gut durch. So, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.